大家好，我是 Toby。 我看了很多中国的新闻还有朋友圈，知道武汉肺炎现在很严重，全世界都在关心这件事。今天我们来看一下德国媒体怎么报道武汉肺炎的。德国的大部分媒体都如实的报道中国目前的疫情。这是1月25号的德国新闻。中国现在有1400例，死亡人数41人。目前欧洲也有3例确诊。Die Charité in Berlin ist führend in der Virologie. Hier wurden die Testverfahren für das Coronavirus entwickelt. Von Professor Drosten. Er lernt das Virus immer besser kennen und warnt vor Panik. Insgesamt kann ich nicht sagen, es gäbe einen Anhalt für eine aktuelle neue Besorgnislage, nur weil sich die Zahlen erhöht haben. Das ist etwas ganz Normales und wir werden zwangsläufig auch eine weitere Erhöhung dieser Zahlen sehen, denn die Meldezahlen schleppen nach. Das kann gar nicht anders sein.德国专家认为，虽然每天都有确诊病例增长，但是大家不要因为每天增长的数字而造成恐慌，这应该是每一种传染病的正常现象。Aber mal kurz zur Einordnung. Es gab 2017, 2018 in Deutschland eine große Grippewelle. Und da sind allein in Deutschland 25.000 Menschen dran gestorben.Wie gesagt, selbst bei SARS 2002, 2003 waren es innerhalb eines halben Jahres rund 1000 Menschen. Tote mit Toten aufzurechnen ist immer blöd und das ergibt oft auch keinen Sinn. In diesem Fall will ich euch nur klar machen, so sind die Relationen. Also große Angst muss man nicht haben, das sagen auch die deutschen Gesundheitsbehörden. Aber es ist wahrscheinlich, dass wir hier auch in Deutschland ein oder mehrere Fälle erleben werden. Aber die Institute sind entsprechend darauf vorbereitet, die Krankenhäuser auch.另外一个德国专家认为，目前在德国的流感更危险。2017-2018 年，在德国因为流感死亡的人数是25000，这个比例大家可以感受一下。总的来说，大家不要过度的制造恐慌。Dutzende Bagger heben gleichzeitig Boden in der Stadt Wuhan aus. Innerhalb von 6 Tagen soll ein Notfallkrankenhaus stehen, Platz für über 1000 Lungeninfizierte. 听说国内要在10天盖好紧急医院，德国网友的评论又酸了。比如这位网友，在德国我们盖一座桥，光审批和计划就需要200年。比如这位，这是不可能的。他们应该说的是10年，首先要处理招标、审批、申请程序、环境影响评估、贷款程序等等。那么问题来了，怎么能这么快的组织这么多的人力物力资源？总而言之，不可能。当然也有这样的网友，不论如何，这些中国人用行动告诉我们，他们是临危不乱的。即使遇到危险也能轻松面对，坚持不懈，我们应该尊重他们。我真的是很敬佩中国的执行力，在国外这真的是很难的。我希望德国的办事效率可以学习中国，像德国的高速一样快。我也希望德国专家可以和中国专家一起帮助中国快速地想出武汉肺炎的解决办法。